Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin Elena, ich bin 16 Jahre alt und ich mache gerade mit Kulturwerke Deutschland ein 10 Monate langes Auslandsjahr in den USA, in Indiana. Und heute zeige ich euch mal das Haus von meiner Gastfamilie. Das hier ist unser Eingang und wenn man da reingeht, dann sieht man sofort den großen Weihnachtsbaum, der traditionell ist hier in Amerika. Und das ist auch das Wohnzimmer und wir haben so eine offene Küche mit Esszimmer und hier geht's in den Keller. Meistens benutzen wir aber die Hintertür, die zu der Garage führt. Und hier ist der Waschraum und das Zimmer meiner Gasteltern, aber das zeige ich jetzt lieber nicht. Das Wohnzimmer, da hockt eigentlich normalerweise immer Doc. Und normalerweise hocke ich hier immer tags, aber der ist gerade draußen. Mein Lieblingsplatz hier sind die Stockings, weil mein Double Placement und ich auch einen bekommen haben. Ja, finde ich richtig süß. Und der Weihnachtsbaum sieht auch richtig schön aus für mich. Und da sind sogar Geschenke schon da. Wenn wir dann vom Wohnzimmer zum Esszimmer gehen, sieht man hier gleich den Esstisch mit Stühle und einer Bank. Hier ist unser Kaffeeplatz. Hier sind so Snacks. Und dann kommen wir auch schon zur Küche. Hier haben wir so einen ganz großen Kühlschrank mit Eis natürlich. Und hier ist Herd. Ja, so ziemlich eine normale Küche eigentlich. Meine Gastmutter sammelt immer die Weihnachtskarten, die wir bekommen und hängt die hier auf. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Und meine Oma hat mir aus Deutschland einen Adventskranz geschenkt. Und ja, finde ich richtig süß eigentlich. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, ist unsere Terrasse. Ich finde die richtig schön. Während es Sommer war, war ich hier oft draußen. Man kann sich hier unter Dach aufhalten oder da draußen. Ich finde das da draußen richtig schön, weil diese Lichter einfach so schön sind, wenn die an sind in der Nacht. Und ja, wenn die Sonne untergeht, ist es hier richtig schön. Hier geht es zu den Zimmern von den Kindern. Hier ist das Zimmer von meiner Gastschwester und hier von meinem Gastbruder, aber ich glaube, die schlafen noch. Allgemein finde ich den Raum richtig schön, weil es einfach so offen ist und auch so schön dekoriert ist. Aber wo ich eigentlich sehr viel Zeit verbringe, ist im Keller, weil da unser Zimmer ist, also das Zimmer von mir und meinem Double Placement. Aber wenn wir hier runterkommen, ist direkt unser Badezimmer. Es ist klein, aber fein, mit einer Dusche und sehr viel Golf, weil unser Hoster liebt Golf über alles. Deswegen ist hier überall Golfdeko. Aber ich finde es schön, es ist wenigstens nicht leer. Ich habe alles einfach so gelassen, wie es in der Realität ist und nichts verändert, damit ihr den kompletten Einblick bekommen könnt. Und eine Sache, die ich unbedingt aus Deutschland mitbringen musste, war das Kuscheltier hier. Das habe ich von meinen Eltern bekommen und immer wenn ich das anschaue, erinnere ich mich an meine Eltern und meine Familie. Also das musste unbedingt mit. Allgemein sind die Betten hier richtig bequem, also es ist echt schwer hier rauszukommen, aber der Beanbag ist besser. Wirklich zu 100% einer meiner Lieblingsplätze in dem ganzen Haus. Es ist einfach so gemütlich hier. Ich könnte hier für Stunden sein. Ich liebe es hier zu wohnen und Doc natürlich auch. Meine Gasteltern waren gerade nicht zu Hause und meine Gastgeschwister schlafen noch, deswegen konnte ich euch deren Zimmer auch nicht zeigen. Aber falls ihr das Video mochtet, liked es gerne und schaut bei Kulturwerke auch auf Instagram oder TikTok vorbei. Da haben die nämlich auch noch ganz viele andere Videos.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.